Hallo ihr Lieben, ich melde mich mit einer neuen Serie aus der Reihe Starke Frauen. Mileva Maric steht heute auf meinem Plan. Was, ihr kennt die Frau nicht? Macht nichts. Das war die erste Ehefrau von Albert Einstein. Wir wollen heute ein bisschen über sie reden. Wer neu hinzugekommen ist auf diesem Kanal, um etwas über starke Frauen aus der Geschichte zu erfahren, dem möchte ich sagen, jeden Mittwoch gibt es eine neue Story. Ungefähr eine halbe Stunde könnt ihr euch das Leben dieser Frauen anhören. Manchmal schminke ich mich dabei. Heute nicht, heute bin ich schon geschminkt. Weil es ist manchmal ganz schön anstrengend, sich zu schminken, gleichzeitig zu erzählen und nicht den Faden zu verlieren. Das habe ich gemerkt bei Jane Austen. Weil da habe ich so ein bisschen vor mich hingestammelt. Ne? Das soll mir heute nicht passieren. Ich möchte mich voll auf diese Frau konzentrieren. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Du sorgst dafür, dass meine Kleider und Wäsche ordentlich instand gehalten werden, dass ich die drei Mahlzeiten im Zimmer ordnungsgemäß vorgesetzt bekomme, dass mein Schlafzimmer und Arbeitszimmer stets in guter Ordnung gehalten sind, insbesondere, dass der Schreibtisch mir allein zur Verfügung steht. Du verpflichtest dich ausdrücklich im Verkehr mit mir, folgende Punkte zu beachten. Du verzichtest auf alle persönlichen Beziehungen zu mir, die, soweit deren Aufrechterhaltung aus gesellschaftlichen Gründen nicht unbedingt geboten sind. Du hast weder Zärtlichkeiten von mir zu erwarten, noch mir irgendwelche Vorwürfe zu machen. Du hast eine an mich gerichtete Rede sofort zu sistieren, wenn ich darum ersuche. Du hast mein Schlaf- und Arbeitszimmer sofort ohne Widerrede zu verlassen, wenn ich dich darum ersuche. Oh, das ist garstig, ne? Hättet ihr gedacht, dass Albert Einstein so ein garstiger Typ war? Das zeigt sich in der folgenden Geschichte mit seiner ersten Frau immer noch ganz deutlich. Also wir kommen noch zu einer völlig neuen Sicht auf das Genie, denn das war er. Aber wenn ihr glaubt, dass seine Frau weniger genial war, dann seid ihr auf der falschen Fährte. Mileva wurde am 19. Dezember 1875 in Serbien geboren. Serbien gehörte damals noch zur K&K-Regierung, also war mit Ungarn und Österreich praktisch so ein Länderverbund. Und ja, sie lernt ganz früh Deutsch von ihrem Vater, das müsst ihr euch mal vorstellen, denn der Vater hielt Mileva von Kleinkind an für höchst intelligent. Er sprach mit ihr nur Deutsch, während die Mutter Tschechisch mit ihr sprach. Ich weiß es nicht, wie so ein Kind so zweisprachig, aber es scheint ihr sehr förderlich gewesen zu sein. Schon früh in der Schule zeigte Mileva viel, viel Intelligenz und Aufmerksamkeit. Das ist ganz anders zu dem, was eine Mitschülerin zu ihr sagte. Und zwar beschrieb sie Mileva so: nett, schlau, ernsthaft, klein, dünn, hässlich. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ich habe euch am Anfang ja ein Foto von ihr gezeigt und so hässlich fand ich sie wirklich nicht. Na gut, sie war sehr klein. Ich denke mal so um 1,50 Meter, was wirklich nicht groß ist. Und sie hatte an der linken Hüfte eine körperliche Beeinträchtigung. Was genau es war, das kann ich euch nicht sagen. Es war angeboren, ihr Körper war halt schief und so trug sie am linken Fuß einen Schuh, der sehr viel höher war als der rechte. Und dadurch bedingt zog sie diesen Fuß immer nach. Das heißt, man hörte sie, bevor man sie sah, denn sie schlurfte beim Gehen. Vorweg möchte ich noch sagen, Mileva war eine der ersten Frauen, die vor 1900 zu einem Mathematik- und Physikstudium zugelassen wurden. Das nur so viel, damit ihr in etwa wisst, wo die Frau intellektuell lag. So kam sie auch mit einer Sondergenehmigung in Zagreb, wo die Familie hinzog, auf ein Gymnasium. Sie war in der Klasse oder in ihrem Jahrgang das einzige Mädchen. Und somit ist sie schon ziemlich weit vorne, was starke Frauen betrifft, finde ich. Nach ihrem Abschluss, nach dem Abitur, was sie in Bern machte, ja, sie ging tatsächlich in die Schweiz, um zu studieren. Und da ihre Familie relativ wohlhabend war, konnte ihr Vater sie auch sehr gut finanziell unterstützen. Dann ging sie nach Zürich und schrieb sich, jetzt muss ich mal ganz genau gucken,
wie das hieß. Ach so, ja genau, das Polytechnikum in Zürich. Dort schrieb sie sich ein und studierte dort ab 1896. Ja, sie lebte nicht in einer privaten Wohnung, sondern in einer Pension, wo andere Mädchen oder junge Frauen lebten, die ebenfalls in Zürich studierten. Es waren damals 4 Frauen und eine davon, die Helena, die wurde ihre beste Freundin und ich glaube, die studierte Geschichte. Also alles relativ schlaue Frauen, die sich damals stark gegen die männliche Konkurrenz durchsetzen mussten. Das kann man sich ungefähr vorstellen, oder? Naja, man kann sich auch vorstellen, dass Mileva aufgrund ihrer Einzigartigkeit, also die einzige Frau zu sein, klein zu sein, behindert zu sein, dass sie dort auch von Mitschülern ziemlich gemobbt wurde. Also sie musste ordentlich einstecken. Ja, und dann traf sie Albert. Albert Einstein, damals 17, sie war 20, war in dem gleichen Kurs oder im gleichen Studiengang wie Mileva. Sie studierten beide bei Professor Weber, der auch einen Peak auf Mileva hatte. Denn er sprach sie während der Vorlesung immer mit Herr an. Das müsst ihr euch mal vorstellen, er wollte einfach nicht akzeptieren, dass sie eine Frau war und genauso intelligent und genauso gut war wie die anderen Mitstudenten. Und dabei hatte gerade Professor Weber sie auch zu diesem Studiengang zugelassen. Und trotzdem wurde sie von ihm aufgezogen, ins Lächerliche gezogen. Also es war keine feine Sache. Und es half ihr auch keiner. Also sie musste das ganz allein durchstehen. Und sie beschränkte ihr Leben darauf, dass sie lernte. Sie gönnte sich nichts. Sie gönnte sich auch zunächst im ersten Studienjahr auch keine Freiheiten. Sie war zwar mit Helene befreundet, ging auch mit denen hin und wieder mal zu Veranstaltungen oder sie musizierten zusammen, aber sie ließ sich selber keinen Raum für Vergnügen, für Freiheiten, für Freizeitgestaltung, denn sie lernte und sie lernte auch viel nachts. Das heißt, sie arbeitete sehr, sehr hart daran, um ein wenig Anerkennung zu erlangen. Dieses junge Mädchen in starken Konventionen gefangen, lernte also während des Studiums Albert Einstein kennen. Und war es Liebe auf den ersten Blick? Ich glaube eher nicht, jedenfalls nicht bei ihr, weil sie mochte zwar seine braunen Knopfaugen, der Junge war 17, also wir müssen uns das mal vorstellen. Und hier sehen wir dann auch mal ein Foto, wie die als Paar waren, aber das muss ja viel später gewesen sein. Und sie liebte seine unkonventionelle Art. Weil Albert Einstein wollte damals schon ein Bohème-Leben führen. Das heißt, so wie Künstler, Schriftsteller etc. Also er pfiff auf Konvention, obwohl er aus einem sehr strengen Elternhaus kam. Die hatten auch nicht wenig Geld, waren aber immer darauf bedacht, alles so fein wie möglich zu haben. Ja. Sie freundete sich mit Albert Einstein an und schnell merkte sie, dass er offensichtlich ein bisschen mehr wollte, denn so unkonventionell war Einstein, dass er unangemeldet in der Pension, oh Gott, sehr unangemeldet in der Pension auftauchte und die Mädels mit seiner Anwesenheit konfrontierte, sich mit seiner Geige dazusetzte, um zu musizieren oder im Salon der Pension mit den Mädels zu spielen, also Spiele zu spielen, nichts anderes. Auf jeden Fall war das damals auch nicht gang und gäbe, weil man meldete sich zu einem Besuch gefälligst an, man wurde eingeladen und tauchte nicht einfach so auf. Bei Albert aber schied die Goy. Ja. Irgendwann merkte dann Mileva so innerlich so, oh, ich denke viel zu viel an ihn, ich krieg den nicht mehr aus meinem Kopf und ich möchte mich gar nicht verlieben, ich möchte keine Beziehung, ich möchte mich aufs Studium konzentrieren, damit ich das alles schaffe und der Welt zeigen kann, dass ich eine starke Frau bin. Ja, das hat sie nicht gedacht, aber ne? Naja, auf jeden Fall hat sie dann beschlossen, nach dem ersten Studienjahr hat sie 2 Semester in Heidelberg studiert, damit sie da in Zürich wegkommt und Einstein aus ihrem Kopf verschwindet. Klappte bedingt, weil Albert Einstein schrieb ihr halt heiße Briefe und
auch, dass er ganz stark erwartete, sie würde nach Zürich zurückkommen und man könne doch dann und eine Zukunft haben. Denn dummerweise hatte Mileva ihm vor Verlassen Zürichs geküsst, einmal geküsst. Und damit hatte sie ihn wohl ermuntert. Das jetzt schnellstmöglich loszuwerden, ging sie also nach Heidelberg. Die Heidelberger Universität wirbt heute noch damit, dass sie dort ein Jahr studiert hat. Also das kann man auch dort nachvollziehen. Nun ja, nach diesem ein Jahr zwecklosen Vergessens ging sie zurück nach Zürich und Einstein machte ihr mehr den Hof als jemals zuvor. Er überredete sie, ein verlängertes Wochenende mit ihr am Comer See zu verbringen und sie haderte wirklich mit sich, weil sie wusste genau, wenn ich mit ihm nach Comer fahre oder mich dort mit ihm treffe, dann wird es passieren. Und da sie kein großes Selbstbewusstsein hatte, fürchtete sie sich auch davor. Und sie fürchtete sich auch um die Konsequenzen, die es haben würde, sich mit ihm alleine ohne eine andere Person dabei zu treffen. Weil das hatten sie bisher vermieden. Und so grübelte und grübelte sie. Und letztendlich gab sie ihrem Gefühl nach und ging nach Comer. Ja, hat er sie erwartet. Und sie mieteten sich als Herr und Frau Einstein in einer Pension ein. Für 4 Tage. Ja, wie es war, davon erfahren wir nichts. Auf jeden Fall hat er dort den Entschluss gefasst, sie zu heiraten. Ja, und dann passierte es natürlich auch, weil wenn du einmal nachgegeben hast, dann hast du eben eine Affäre, eine Beziehung. Und ja, sie hat sich letztendlich damit abgefunden und ja, ihre Gedanken waren dann mehr bei Einstein als bei ihrem Studium. Und deswegen hat sie 1899 auch die Zwischenprüfung vermasselt. Also, sie ist durchgefallen. So wie es sich anhörte, so kam es dann auch zu einem Zwischenfall. 1901 wurde sie schwanger. Ja, stehst du da, ne? Hast keine abgeschlossene Prüfung, bist noch im Studium, wartest auf die Zulassung zur Wiederholungsprüfung. Dein Mann, der reist, oder dein Freund, die waren ja nicht mal verlobt oder irgendwas, reist in der Gegend herum, macht Halligalli. Denn er war schon recht lebendig und verbrachte auch nicht besonders viel Zeit mit ihr, weil ihm war das Nachdenken, das Ausprobieren und sein Bohemienleben irgendwie wichtiger. Ja. Sie wurde schwanger und sie teilte das Einstein dann mit und er so, ja, müssen wir mal gucken. Einstein war zu der Zeit auch arbeitslos. Er hatte seine Prüfung bestanden, war auf der Suche nach einem Job. Und wir wissen ja alle, dass er irgendwann im Patentamt arbeitete, bevor er halt mit der ernsthaften Physik begann. Und er wartete immer darauf, dass er eine Zusage bekam und fürchtete um seinen Ruf. Was aber mit Mileva war, das war ihm, glaube ich, ziemlich schnurz, ne? Mit ihrem Ruf. Und so schickte er sie mehr oder weniger. Ob er sie genau drängte oder schickte, das weiß ich nicht. Zurück zu ihren Eltern, also Mileva zog wieder zu ihren Eltern, verbrachte dort den Rest ihrer Schwangerschaft und brachte 1902 ihre Tochter, ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Die wurde fortan Lisal genannt. Ja, Mileva war eigentlich ziemlich glücklich, weil ihre Tochter muss unglaublich süß gewesen sein. Sie verliebte sich sehr in dieses Kind und bat Einstein, bitte dorthin zu kommen, um seine Tochter kennenzulernen. Und Einstein zögerte, schrieb ihr Briefe, zögerte, gab immer wieder irgendwelche fadenscheinigen Gründe an, warum er nicht kommen kann. Und letztendlich sagte er dann ganz knallhart, ich habe den Job gekriegt in Zürich beim Patentamt, ich werde nicht kommen. Komm du zu mir? Also er dirigierte sie dann praktisch zu ihm. Aber du kannst nicht in Zürich leben, weil wir sind nicht verheiratet. Zieh du nach Bern in eine Pension und so können wir uns wenigstens sehen. Und so kam es, dass Einstein seine Tochter nie kennengelernt hat, denn sie wurde zur Adoption freigegeben. Mileva brach es das Herz. Es brach ihr wirklich das Herz. 1903 machte Einstein ihr endlich einen Heiratsantrag.
Und so sind sie nur mit den Trauzeugen zum Standesamt gegangen, haben dort geheiratet. Mileva hat vor dem Jawort noch gezögert, weil alles das, was sie sich erträumt hatte, zum Beispiel, dass nach der Hochzeit die Tochter auch in die Schweiz kommen würde, alles das erfüllte sich nicht. Und sie war auch nicht sicher, ob sie Einstein wirklich noch liebte. Aber um den Konventionen zu entsprechen, hat sie gesagt, okay, dann heirate ich den eben. Er hat ja so tolle braune Augen, er kann für uns sorgen. Und ich glaube, sie war nicht wirklich mit dem Herzen dabei. Und ich glaube, auch für Einstein war diese Hochzeit mehr Pflicht als Vergnügen. Lassen wir es mal so dahingestellt. Wie dem auch sei, eher glücklich oder nicht glücklich. Mileva saß fortan zu Hause. Jetzt müsst ihr überlegen, dass diese Frau als Studentin mit Einstein viel über Physik und Mathematik diskutiert hat. Denn in Mathematik war sie sehr viel besser als er und half ihm auch bei vielen Lösungen. Sie gingen während des Studiums jeden Nachmittag in ein Café und diskutierten dort wirklich intellektuelle, physikalische Fälle. Und sie hat also wirklich gezeigt, dass sie einen großartigen Geist und ein großartiges Verständnis für Zusammenhänge der Physik hat, was ich übrigens nicht habe. Insofern ist sie für mich schon eine großartige Frau, weil ich glaube, Physik ist so ziemlich einer der schwersten Studiengänge, die man überhaupt haben kann, auch heute noch. Nun ja, 1904 kam der zweite Sohn Eduard, er hieß Hans Albert. Hans Albert Einstein kam zur Welt. 1910 der zweite Sohn, der hieß jetzt Eduard. Eduard war aber nicht ganz gesund. Was genau da der Fall war, warum? Er hatte medizinische Defizite, da kommen wir aber später noch drauf zu sprechen. Naja, und Mileva lebte halt das Leben einer Hausfrau und einer Mutter. So wie alle Frauen in der Zeit lebten. Ihr Mann war nicht viel zu Hause. Er sprach auch nicht mehr mit ihr über physikalische Phänomene. Wobei man heute sagt, dass sie maßgeblich an der Entstehung der Relativitätstheorie maßgeblich daran beteiligt war. Sie soll ihn unterstützt haben und auch die mathematischen Zusammenhänge mit ihm geklärt haben. Und so ist auch ein Teil seiner Diplom- oder Doktorarbeit, ich weiß es nicht mehr ganz genau, in ihrer Handschrift verfasst. Und ich glaube nicht, dass sie das einfach nur abgeschrieben hat, sondern ihm wirklich tatkräftig zur Seite stand. Denn das Problem war, sie hatte auch beim zweiten Mal die Prüfung nicht bestanden, weil sie da schon schwanger war und von Professor Weber dermaßen drangsaliert wurde, dass sie so verwirrt war und auch die zweite Prüfung vermasselte. Im Grunde genommen hatte sie keinen Abschluss weder in Mathematik noch in Physik. Und so ergab sie sich dann praktisch dem Mutter- und Hausfrauendasein. Sie muss eine sehr gute Mutter gewesen sein, denn sie war sehr, sehr fürsorglich, diese kleine Frau. Die Einsteins zogen auch viel um. Das war bedingt durch die Joblage, die Albert hatte. So wohnten sie in, da muss ich jetzt mal gucken, Zürich-Prag. Dann sind sie wieder zurück nach Zürich, nach Berlin und wieder nach Zürich. Also da muss schon eine ganze Menge los gewesen sein. Und so hatte sie ja dann auch immer ein Schiff viel zu tun. So, und jetzt kommt die Geschichte mit der Frau, die wir letztendlich als Frau Einstein kennen. Denn Mileva war seine erste Ehefrau und ist auch so ein bisschen in der Geschichte untergegangen. Wobei ich mir sehr, sehr sicher bin, wäre sie nicht gewesen, wäre Einstein nicht das gewesen, was er war. Davon bin ich felsenfest überzeugt und darum habe ich sie mir auch ausgesucht. Denn seit 1912 hatte Einstein schon Kontakt zu seiner Cousine. Ja, seine zweite Frau war seine Cousine. Er schrieb damals schon Briefe mit ihr, stand aber noch mitten in der Ehe, denn wir erinnern uns, 1910 ist ja erst der zweite Sohn geboren. Na, Eduard. Also pflegte er damals schon einen sehr intimen Kontakt zu seiner Cousine. Und die Ehe von Mileva und Albert wurde erst 1919 geschieden, weil Mileva verweigerte die Scheidung. Sie hat mehrere Anträge seitens Albert abgewiesen und der Brief, den ich euch zu Anfang dieses Films
vorgelesen habe. Der stammte von Albert Einstein, als sie in Berlin lebten und er zustimmte, in Berlin wieder mit ihr zusammenzuleben. Aber ihr habt gehört, welche Worte und welche Vorschriften er formulierte, um sich seine Frau vom Hals zu halten. Unfassbar. Nun ja, jetzt lebte sie mit Albert in Berlin zusammen mit den ganzen Sanktionen, die er ihr auferlegt hat. Und dann hat sie einfach beschlossen, weißt du, habe ich keinen Bock mehr zu und zog 1914 mit ihren Söhnen wieder zurück in die Schweiz. Sie stimmte der Scheidung erst zu, weil damals stand schon im Raum, dass Albert Einstein den Nobelpreis für Physik gewinnen wird. Dieser Nobelpreis ist ja mit einer riesigen Summe Geld verbunden. Und Einstein hatte ihr gesagt, wenn du in die Scheidung einlenkst, wenn du dem stattgibst, bekommst du das Preisgeld, was im Zusammenhang mit dieser Nominierung stand. Und da endlich hat Mileva gesagt, okay, wenn das so ist, dann stimme ich zu. Sie bekam das Preisgeld, das war tatsächlich so vertraglich festgehalten, sie stimmte zu, bekam das Geld, kaufte in Zürich davon ein Haus. Und da kommt wieder Eduard ins Spiel. Sie gab den Rest des Geldes, das muss ziemlich viel Geld gewesen sein, gab sie für Behandlungen von Eduard aus. So ganz genau weiß ich immer noch nicht, was er hatte. Auf jeden Fall starb Mileva 1948 total vereinsamt und arm in der Schweiz. Ja, eigentlich ein trauriges Leben, ne? Hätte sie sich nicht mit Einstein eingelassen, sondern wäre strikt ihren Weg gegangen, ihren eigenen, würden wir diesen Namen mit Sicherheit besser kennen, als wir ihn jetzt kennen. Weil sie hat nie eigene Arbeiten veröffentlicht, aber wie wir gehört haben, hat sie mit Sicherheit Einstein tatkräftig unterstützt. Und da stellt sich die Frage, wenn er sie nicht gehabt hätte, wäre er das, was er ist? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube es nicht. Ja, und Mileva wurde, weil noch nicht mal irgendwie Geld für den Grabstein da war, wurde sie im Jugoslawengrab, so hieß es damals, beerdigt. Ja, und das können wir uns heute auch noch angucken. Ich finde, die Frau hat Echtes geleistet und das erkannte auch die Stadt Zürich und gab ihr 2005, wurde sie als Mitentwicklerin der Relativitätstheorie geehrt. Sie bekam endlich Anerkennung, hat aber nichts von gehabt, weil war ja schon lange tot. Ja, und Einstein bestätigt auch, dass sie daran beteiligt war, weil er schrieb in vielen Briefen von unserer Relativbewegung. Ja. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass sie lange und tapfer gegen ihren Professor ankämpfte. Anfangs noch gegen Einstein, wäre sie mal dabei geblieben. Ne? Ja, und Frauen waren in der Wissenschaft damals einfach nicht vorgesehen, weil man traute keiner Frau zu, intelligent zu sein, genug zu sein, um zusammen physikalische, mathematische Zusammenhänge zu sehen. Was ja strunzdoof ist. Ne? Also wir wissen es ja heute, aber damals wusste das doch keiner. Und seitdem Männern hat sie den Männern einfach erstmal gesagt, wo es lang geht, wo der Haken hängt und hat Einstein auch in der Mathematik unterstützt. Ja, sie hat alles ausgehalten. Sie hat das Mobbing in der Schule ausgehalten, ihren Professor, der sie ständig bloßstellte und mit Herr ansprach und ganz viele Sachen. Ja, um dann letztendlich doch als Hausfrau und Mutter zu enden. Und das finde ich ziemlich traurig. Ich hätte ihr ein anderes Leben gegönnt. Naja, jetzt wissen wir zumindest, was wir von Albert Einstein so ein bisschen halten können. Ne? Der war nicht so lustig. Glaube ich nicht. Er wollte zwar immer unkonventionell sein, aber immer nur so lange, wie es ihm passte. Ne? Ein kleiner Ergomane, ne? Ja. Ich hoffe, das hat euch heute auch Spaß gemacht. Bin schon mal wieder ein Buschen ins Strudeln gekommen. Ich recherchiere ja viel und dann geht mir auch viel durch den Kopf. Zumal ich im Moment auch wieder ein Einstein, nein, Mileva, Hörbuch höre bei Audible und hier am Schluss hänge ich euch noch die Begegnung, die in einem Spielfilm dargestellt wurde, in einer kurzen Sequenz an. Ist zwar auf Englisch, aber ist ja auch egal, ne? Weil man findet nicht viel über sie und so musste ich mit dem arbeiten, was mir zur Verfügung stand.
Ja, ihr Lieben, Samstag gibt es wieder Make-up-Kosmetik, ihr wisst Bescheid. Und mittwochs gibt es immer starke Frauen. Ich wünsche euch was. Habt einen wunderschönen Mittwoch. Wir sehen uns Samstag wieder. Bis dann. Tschüss.